naturkundliches Museum, so wie unseres, ist nicht nur dazu da, um Ausstellungen zu haben. Das ist auch wichtig natürlich für die Öffentlichkeit und um zu zeigen, was man hat. Aber das ist nicht der alleinige Zweck einer solchen Einrichtung. Vielmehr ist es wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit, dass wir die Artenvielfalt oder die Biodiversität versuchen zu dokumentieren. Und unter Umständen auch über Jahrhunderte hinweg, um zu schauen, was sich verändert hat über die Zeit. Das heißt, der eigentliche Schatz eines solchen Hauses ist die Sammlung. Und zwar nicht nur aus dem Zweck heraus, dass man sie irgendwo ins Regal stellt und sich darüber freut und sich das gelegentlich mal anschaut, sondern damit macht man auch Forschung. Und gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, denn wir wissen, dass durch Umweltwandel, Klimawandel, Zerstörung von Lebensräumen sich viele Dinge verändern. Und unsere Sammlungen können das bezeugen. Und vor diesem Hintergrund sind diese Sammlungen, die wir haben, eher Archive des Lebens und auch Archive unserer heutigen Lebewelt. Und deshalb kann man eigentlich den Wert einer solchen naturkundlichen Sammlung gar nicht hoch genug schätzen. Unser 3D-Labor hier am Haus beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Objekte in 3D. Das heißt, wir machen Fotos von außen, die wir dann wieder zu Modellen zusammensetzen. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Röntgentechnik selbst. Im Prinzip ist so ein Computertomograph, ein Röntgentomograph nichts anderes als ein normales Röntgengerät, das man beim Arzt auch hat. Der Unterschied ist, es ist leistungsfähiger, es hat eine höhere Auflösung und es erlaubt uns auch dreidimensional Strukturen zu erfassen. Das bedeutet halt, Sachen aufzulösen oder in Sachen reinzugucken, durch die so ein normaler CT einfach nicht durchkommt, weil die Röntgenstrahlung nicht stark genug ist. Wir lösen hier auf im Mikrometerbereich, das heißt unter 10 Mikrometer auf jeden Fall. Wenn man sich das vorstellt, ein Haar hat ungefähr 100 Mikrometer. Das heißt, wir sind schon bei einer sehr, sehr hohen Auflösung. Also in dem Fall ist es so, dass wir eine bzw. hier sogar zwei Röntgenquellen haben. Das sind sozusagen unsere Röntgenkanonen. Die schießen Röntgenstrahlen auf unser Objekt. Und je nachdem, wie viele Röntgenstrahlen durchkommen, werden diese hinten von dem Detektor wieder aufgefangen. Und das ist unser bildgebendes Mittel dann sozusagen. So ein medizinischer CT, den die meisten kennen, da legt man sich rein und das Gerät ist um einen drum und es bewegt sich um einen rum. In dem Fall ist es ein bisschen anders. Das bedeutet, das Objekt ist auch in der Mitte, wie auch beim medizinischen CT, aber das Objekt selber bewegt sich. Und die restlichen Einheiten, wie die Röntgenquelle und der Detektor, die bewegen sich nicht. Und hier haben wir jetzt den entscheidenden Vorteil, dass wir so viele Möglichkeiten haben, das Objekt in Bezug zum Detektor und zur Röhre zu bewegen und dadurch ganz andere Vergrößerungen, Maßstäbe und ganz viele Bewegungen haben, die uns ermöglichen, einfach auch komplexe Strukturen zu erfassen. Und das ist auch das Besondere hier, dass wir eben mehr Möglichkeiten haben und auch Bewegungsrichtungen haben, die wir sonst bei einem medizinischen CT oder auch bei anderen herkömmlichen CTs nicht haben. Das Gerät ist relativ groß, ja, auch weil der Untersuchungsraum natürlich groß ist. Und damit keine Röntgenstrahlung austritt, ist es halt super dicht und super abgesichert. Das heißt, es ist mit Blei verkleidet. Das ist 7,5 Tonnen schwer und 3 Meter breit und 2 Meter lang. Das heißt, man kann es nicht einfach so durch eine normale Tür fahren. Und deswegen mussten wir unter anderem als zur Außenwand ein Fenster rausnehmen und es dann eben übers Fenster einbringen. Am Tag der Einbringung waren wir natürlich alle total nervös, weil der Kranfahrer musste das Gerät ganz präzise über den Zaun an das Fenster bugsieren, was bei 7,5 Tonnen, die an so einem großen Auslegerkran hängen, nicht ganz so einfach ist. Das heißt, es hat unglaublich lange gedauert, bis das CT an seiner Position stand. Und dann war ja die Schwierigkeit, es von außen vor dem Fenster in den Raum zu bekommen. Innen hatten wir zwar Hebebühnen positioniert, aber die Zusammenspielphasen zwischen außen und innen, das war ein sehr kritischer Punkt. Es hat mehrere Stunden gedauert, das CT über die Balustrade unseres Fensters zu hieven. Als das CT dann endlich drinnen war, war natürlich die Schwierigkeit, dass unsere Laufwege, die wir genau eingeplant und mit Stahlplatten ausgelegt hatten, exakt eingehalten werden mussten. Denn das Gerät ist 7,5 Tonnen schwer und wäre uns bei den Abweichungen von ein paar Zentimetern rechts und links direkt in den Keller durchgesaust. Wir haben hier sehr viele wirklich wertvolle Stücke, auch Einzelstücke, mit denen wir behutsam umgehen müssen. Und mit dieser Technik können wir das. Dieses Gerät ist nicht invasiv. Es erlaubt uns eben, im Gegensatz zu früher, wirklich Sachen anzuschauen oder Dinge von innen heraus anzuschauen, ohne sie kaputt zu machen. Und das ist gerade für die Paläontologie sehr wichtig, denn diese Objekte sind in aller Regel Einzelobjekte, wurden oftmals nur ein einziges Mal überhaupt gefunden. Da gibt es von jeder Art manchmal nur wirklich nur ein einziges Individuum. Und das will man ja nicht kaputt machen. Das hat man bei früher übrigens gemacht, man hat ihn im Zweifel kaputt gemacht. Was ich hier in der Hand halte, ist ein sogenannter Diadeimodon. Das ist ein früher Verwandter unserer modernen Säugetiere aus der Triaszeit, also vor mehr als 200 Millionen Jahren. Und was wir uns hier anschauen möchten, ist vor allen Dingen das Innenohr und den Hirnschädel von diesem Tier.
welche man nicht von außen sehen kann. Und die Zähne zum Beispiel hier sind einfach auch von außen zu betrachten, das ist auch sehr schön präpariert worden. Aber hier das Innenohr und das Innere des Gehirns, was sich also hier befindet, das können wir nicht untersuchen, ohne theoretisch diesen Schädel aufschneiden zu müssen. Und das genau wollen wir nicht tun, weil es ein wertvolles Einzelobjekt ist. Und mit dieser Maschine hier können wir genau das eben tun. Wir können praktisch die Innenansicht von diesem Schädel bekommen, ohne dass wir das Objekt selber beschädigen müssen. Wir haben schon einen Computertomographen hier am Haus seit 2010. Allerdings ist der nur für sehr kleine Objekte. Das heißt, wir haben uns eigentlich immer mit Insekten, Echsen und Schlangen beschäftigt und auch kleineren Säugetieren. Immer nur bis Objektgröße zu 15 cm. Wir sagen, das ist so eine normale Männerfaust. Wenn man jetzt mal vergleicht, im Gegensatz zu früher, waren es Objekte dieser Größe, die man untersuchen könnte. Und hier im Haus haben wir natürlich auch eine unheimlich große Sammlung von Dinosauriern. Und jetzt können wir ganz einfach mal Fragestellungen, die wir früher entweder außerhalb des Hauses oder eben gar nicht beantworten konnten, können wir nur hier im Haus beantworten. Und natürlich hat sich das Spektrum an Objekten, die wir untersuchen können, extrem erweitert. Derzeit ist es ja so, dass viele Sammlungsobjekte aufgrund ihrer Schutzmechanismen hier in unserem Keller gelagert werden und gar nicht der Wissenschaft zugänglich sind, weil sie noch versteckt sind, weil sie noch repariert werden müssen. Wir haben alte Aufsammlungen von vor über 100 Jahren, paläontologische Sammlungen aus Ostafrika, aus dem heutigen Tansania. Da sind teilweise Objekte immer noch in alten Gipskappen drin. Also man macht eine Gipskappe um diese Objekte normalerweise herum, damit sie sicher transportiert werden können. Und viele von diesen Objekten sind bis heute nicht aufgemacht worden. Mit so einem Gerät kann man zum Beispiel so etwas nehmen, kann es hier reinlegen und kann gucken, was drin ist. Und weiß dann zum Beispiel, ob es sich lohnt, es aufzumachen oder überhaupt nur aus historischen Gründen, wie das damals überhaupt gesammelt worden ist und was da an Inventar vorhanden ist. Als wir uns entschlossen hatten, dass wir definitiv einen größeren CT-Scanner für unser Labor brauchen, war die Schwierigkeit, dass die CTs, die wir so angeboten bekommen haben, unglaublich teuer sind. Das heißt, für so ein Forschungsmuseum wie unseres ist es kaum zu bewerkstelligen, alleine so ein Gerät anzuschaffen. Und deswegen bin ich durch Deutschland gefahren und habe versucht, Kooperationspartner zu finden, die uns erlauben, unsere Sammlungsobjekte zu scannen. Und habe in Hamburg die Firma Yxlon gefunden, die bereit war, uns einen CT-Scanner zur Verfügung zu stellen für in ein Jahr. Das heißt, wir können jetzt ein Jahr lang dieses Gerät austesten und helfen Ihnen dabei, Ihre Software an die Forschung anzupassen. Und wir dürfen dafür unsere Objekte scannen, und zwar so viele, wie wir wollen. Ja, natürlich freuen wir uns sehr und ich mich auch, dass wir jetzt dieses Gerät hier stehen haben. Denn abgesehen von dem Beispiel, was ich hier gerade erwähnt habe mit diesem Fossil hier, können wir natürlich auch ganz viele andere Projekte durchführen, die wir vorher nicht durchführen konnten. Also ich bin natürlich überglücklich, dass nach einem halben Jahr Planungsphase endlich dieses CT hier drin steht. Das war ja eine wahnsinnig turbulente Einbringung. Es war alles unglaublich kompliziert, das zu planen. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach nur auf das nächste Jahr, wo wir endlich ran dürfen und unsere Objekte zu scannen, unsere Sammlung zu erweitern und zu schauen, was denn alles mit diesem technischen Gerät möglich ist.